Willkommen zurück zu God of War Ascension. Wir haben beim letzten Mal einen schweren Kampf hinter uns gebracht mit ganz furchtbaren Quicktime-Events, die nicht klar ersichtlich waren. Und heute drehen wir ordentlich alle Kurbel. Weil wegen ist so. So, noch dazu haben wir einen Eidstein gekriegt. Okay. Also können wir dann jetzt sagen, ja hier. Der Schatten von Orkus darf dann hier mal festhalten. Und dann können wir da hoch. Theoretisch. Wie lange hält er denn da fest? Okay. Kann ich auf jeden Fall loslassen, dass er halt verschwindet. Okay. Bleib mir hier stehen. Dann kann ich nicht mehr darüber. Klingonisch ist aber so. Hui. Guten Hallo. Lange nicht gesehen. Was geht denn? Apropos, was geht denn? Wir können, glaube ich, unsere Dingens hier weiter verbessern. Aufs Maximum. Okay. Jetzt haben wir auch die freigeschaltete Magie. Ja, das sieht doch mal ganz nett aus. Das könnte mir gefallen. Dann können wir uns jetzt halt, ne, mal aussuchen, wohin wir als nächstes mal durchskillen werden und so. Das bleibt spaßig. Geh mal weg da. Nee. Jetzt werfe ich nur noch mit dieser komischen Magie von Ares einfach nur noch um mich. Ist so. Nein, den wollte ich gar nicht. Egal. Mitgehangen, mitgefangen und so. Ich könnte aufhören zu leben, es bringt eh nichts. So, ich kann auch den Eidstein im Kampf einsetzen anscheinend. Ich glaube, das will das Tutorial hier. Okay. Einfach mal ein Geist von mir, der mitkämpft. Ist ja ganz nett. Hey. Nicht gerade ins Gesicht gehauen. Nicht ins Gesicht. Sage ich immer wieder. Nicht ins Gesicht. Sonst Gesicht ab. Boah, was soll denn das jetzt? Ganz ehrlich. Hey. Hier, nimm das. So reicht das jetzt, ne? Dankeschön, zu freundlich. Das war jetzt eine sehr abrupte Lichtveränderung. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Weiß es nämlich nicht. Aber sieht bisher eigentlich ganz gut aus. So, ein bisschen Magie. Weil wir ein bisschen was gebraucht. So, dann. Jetzt. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier den Beppo widerrufen. Damit er ziehen lässt. Und ich dann darüber. Ah. Okay.
einfach an jeder Stelle jetzt hier so ein Ding benutzen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Also eigentlich ganz einfach. Hui. An jeder Stelle so ein Ding benutzen. Ja. Aber an dieser nicht. So, wo bin ich jetzt? Was will ich jetzt? Und wer ist eigentlich Paul? Okay. Hier war ich schon mal. Hier habe ich die Kette kaputt gemacht, glaube ich. Hey, sag mal. Hier. Spiel mal mit der Dunkelheit. Ja. Was soll das jetzt? In die Kreaturen des Hades einfach mal Hadesplätze einsetzen. Ah, das kann man diese Kreatur noch nicht bändigen, oder? Jo. So, bitteschön. Ab mit den Köpfen. Okay. Jetzt da vorne hoch, okay. Und da waren wir ja schon mal. Müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal latschen? Ist das viel Weg? Gibt's Laufgeld? Ich komme da gar nicht auf dieses Kettenstück drauf. Kann ich mein zweites Ich als... Nein. Hä? Was war denn das für ein Möwe? So, brauche ich hier was zum Heilen oder so? Nee, nicht wirklich. Ich komm gar nicht da hoch. Verwirrt. Wo kann ich denn irgendwas hier machen? Nicht, dass es hier wieder so eine Art Bug ist oder sowas. Ich hoffe nicht. Ich kann auf diese Kettenstücke nicht drauf. Oh Gott. Das, liebe Leute, war unglaublich schwer zu erkennen. Kannst du nochmal loslassen? Da, dieser kleine weiße Bogen, dass ich da eindrücken soll. Das hier. Halt mal. Achso, hier muss ich wiederherstellen, ja? Warte. Jetzt. Wiederherstellen. Okay. Das ist jetzt so richtig? Oder muss ich es nicht doch ein bisschen zerstören? So in etwa? Ja, okay. Aus meiner Sicht hätte man auch einfach auf dem einen Teil dieser Kette draufstehen können. Theoretisch. Praktisch anscheinend nicht so. Na gut, was weiß ich denn schon, ne? Ja, so der Kackbogen vom Dienst. Da müssen wir weiter nach oben. Na, da freue ich mich ja.
Okay, gehen beide eigentlich hier in dieselbe Richtung? Ja. Mist. Oh ja, das wäre eigentlich interessant. Geht er durch Feuer kaputt? Nein. Okay. Warte. Okay. Geht das schneller, wenn wir auf beiden Plattformen gehen? Stehen? Nee. Wow, okay. Marshall-Boss, mal anders. Ach, jetzt kommt auch noch so einer her. Ja, hallo. Ja, das ist Feuer und Flamme. Mein zweites Ich ist weg. Jetzt. Besser spät merken als gar nicht merken, ne? Hey. Ich war gerade wieder verwirrt. Irgendwie bin ich eigentlich. Das Ding weg. Jo. So, jetzt ist er wieder weg. Oder haben wir es? Ich glaube, wir haben das Maximum erreicht. Kann das? Vielleicht nur ein paar Gegner töten und dann da vorne durch den schwarzen Wirbel, der dann nicht mehr schwarz ist. Okay, ich geh dann mal. Tschüss, mein Doppelgänger. Apollos Rippen. Okay. Jetzt brauche ich nicht. Okay. Vielleicht. Ich weiß nicht. Okay. Jetzt hängen wir aber ganz schön weit oben, du. Abhängen mal anders. Weil wir haben doch irgendwie die richtige Taste gedrückt, obwohl ich eigentlich mich verdrückt habe. Also ich habe eigentlich Daumen auf zwei Tasten gehabt. Irgendwie hat es gezählt und irgendwie auch nicht. Weil wenn ich halt die Taste mal falsch drücke, dann zerspringt immer. Dann zerspringt dieses Button-Symbol-Dingens von das, was ich drücken soll. Das war ja gerade ein Fehler. Das Spiel hat tatsächlich so gar nicht mal wenig Bugs. Gerade die Stelle mit dem einen der Tage. Es sieht unglaublich gut aus. Und es spielt sich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Aber es hat schon Bugs. Käfer. Ganz viele Käfer. Was für eine verpackte Scheiße hier. Warte nur, dass Kratos eigentlich, ne, irgendwie landet auf diesen Holzgestellen und dann landet er immer so wuchtig und dann bricht er einfach irgendwann durch dieses ganze Holzgestell hier durch. Nicht weil er schwer ist, sondern einfach wegen seiner Stärke.
Genau so, Mann. Auf was denn jetzt? Ich wollte spielen, ihr wollt spielen. Der ist auch mit seinem Schild hier ganz schön hart, denke ich, ne? Lass mal. Mal ein bisschen Magie einsetzen, ne? Her mit den Dingen. So geht das. Das Schwert ist kein Spielzeug. Oh, da ist ja noch einer. Geht doch. So, hier vorne ein paar Belohnungskisten. Habe ich mir verdient. Wird auch mal wieder Zeit. Okay. Nee, Schild will ich nicht. Nee, nee, nee. Fangen wir gar nicht erst an. Was Wuchtiges genau tun wir da? Okay. Und eine Notiz. Eintrag aus Archimedes Notizbuch. Die Schwestern sind nah, ich weiß es. Ich kann nicht klar denken, ich darf die Laterne nicht verlieren. Mein Meisterwerk. Okay. Normalerweise nehmen wir mal mit, weil ich ein bisschen was verbraucht habe jetzt. So, und dann würde ich mal ganz gerne gucken, was wir denn hier Schönes machen können. Wir kriegen anscheinend noch irgendwo eine Fähigkeit. Längere Angriffskreis, verringerte Ablenkzeit. Das ist auch 5000. Aber gut, die beiden Dinger können auch jeweils nur einmal aufgewertet werden. Machen wir mal. Und dann sehen wir weiter, was wir vielleicht noch machen. Das Feuer noch mal ein bisschen verbessern. Mal gucken. Je nachdem, wie lange das Spiel noch geht und wie viele Möglichkeiten wir noch haben, irgendwas aufzuwerten. Da vorne sind ein paar Eier. Und da bevor ich zu Eiern gehe. Ach, kann ich mehr zurück. Okay. Der Ofen. Es wird bestimmt ganz schön heiß hier. Das ist auch eine dieser Statuen, die sich dann irgendwann bewegen soll. Aber warum ist hier drin ein Ofen? Ich frage ja nur. Hier, nimm das. Will er nicht. Immer ein paar Eier zerstören hier. Das kann ich. Hey. Was ist das? Die mich festhalten hier. Jo. So, jetzt den Ogre hier platt machen. Zyklop. Im Ogre sagen. Kommen Sie mal runter hier. Hey. Da will man noch nicht genug. Die Sausäcke. Das muss ich hier manchmal aushalten. Unmöglich einfach. Unmöglich. Oh, ich kann das andere aufwerten. Das ist ja schön. Zack. Alles reinhauen.
Eigentlich benutze ich das ganz gerne mal zwischendurch. Jo. Ist auf jeden Fall hilfreich, verbraucht keine Magie. Einfach nur mega gut. Hier, nimm das. Und dann sind die jetzt auch Geschichte, ne? Okay, der vielleicht noch nicht. Jetzt. Der braucht ja noch so eins. Okay. Dann gucken wir mal, was wir Schönes machen können. Am Rad gehen. Geht nicht? Doch, geht. War nur zu langsam. Okay, muss auch nicht gedrückt gehalten werden anscheinend. Okay. Also hier irgendwas aufmachen. Das Ding geht auf uns zurück. Was genau haben wir hier? Soll ich das da irgendwie nach oben verfrachten oder was? Und die Feuer davon machen? Scheint hier reinzupassen. Scheint irgendwie richtig zu sein. Wie genau, weiß ich noch nicht. Wir haben auch gar nicht mal so viel Zeit, hier irgendwas zu machen. So, jetzt geht es da nach oben, wo diese auch so 5000 Dinger sind, ja. Haben wir hier. Die Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Okay, keine Ahnung. Eintrag aus Archimedes Notizbuch. Ich habe alle Arbeiter fortgeschickt. Ihnen ist nicht zu trauen. Ich werde es selbst vollenden. Die Suche nach der Wahrheit ist der Untergang. Okay. Wo ich hier irgendeinen Hebel betätige, erstmal hier sonst so umschauen. Archimedes Traktat. Eine Sammlung von Archimedes Theoremen zur Mathematik und Technik. Schließen Sie das Spiel ab, um diesen Gegenstand zu verwenden. Okay. Ein brillanter Erfinder und Architekt, der schließlich den Wahnsinn der Furien unterlag. Oh, das ist alles, was von Archimedes überblieb. Okay. So sollte die Statue eigentlich mal aussehen. Da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt, ne? Fest, dann kann ich mal da reingehen und mal gucken, was stimmt denn da nicht. Im Ofen. Oh, nette Kisten. Manchmal kriegst du wirklich halt, ne, Stück an Stück solche Gegenstände, manchmal auch nicht. Funken. Geht das gleich auch wieder automatisch irgendwie zu oder sowas? Bisher nicht. Muss aber nichts heißen. Ofen des Archimedes. Der Ofen dort unten ist still und kalt. Okay. Hier scheint es irgendwie eine Plattform zu sein, womit ich dann da oben irgendwas anzünden kann vielleicht. Ich weiß es nicht. Also die Funken hier dienen wahrscheinlich dann dazu, hier das Ding zu entfachen, oder? Bleibt auch anscheinend auf das Tor, was ganz gut ist.
So. Gehen wir mal rein da. Okay. Ah, okay. Okay. Er fällt aber schnell. Machen wir drauf. Das Feuer ist zu flach, um an die Kohlen zu kommen. Okay. Riecht das hier irgendwie weiter höher? Mal einfach nur richtig entfachen lassen. Nee. Okay. Dann versuchen wir das mal irgendwo da drüben abzustellen. Da ging es ja auch. Irgendwas zum Anzünden. Hier. Keine Ahnung, was genau das macht. Hey. So. Es macht irgendwas. Das ist gut. Das natürlich halt jetzt hier drauf mache. Wird das Ganze natürlich noch mehr entfachen, ne? Wahrscheinlich einmal neu entflammen, oder? Machen das jetzt einfach. Weil in diesem Zustand jetzt neu entfachen ist natürlich nochmal was anderes. Ja, die Flammen gehen auf jeden Fall höher. Feuer käme ich aus. So. Lass das Feuer brennen. It's getting hot in here. Ja, das Ding versucht davon zu fliegen. Ich rieche Plattform-Action. Oh, scheiße. Ich rieche eine Medusa. Das ist viel schlimmer. Hier, nimm das. So, scheiß Medusa down. Nö. Wow.
Und da kommen noch mehr. Mehr kleine Opfers. Au. Ja, lass den Scheiß hier. Ja, das Ding. Das war gar keine Chance. So, einmal hier eine Kiste und davor die Mana-Kiste nehmen wir auch mit. Müssen wir gucken, dass wir jetzt irgendwie nach oben kommen, ne? Erstmal da hochkommen. Eben. Ja, ganz gut. Auf was wollt ihr denn jetzt? Hier. Nimm das. Ausgeflattert. Ja, voll daneben. Alter! So viel Zielwasser muss ich gar nicht trinken. Jo, okay. Das ist halt dann nicht mehr gespürt. Das ist in Ordnung. Okay. War doch easy. Ich konnte einfach durchlaufen. Ich dachte, ich sterbe dann irgendwie, aber nein. Na dann. So. Noch weit? Was haben wir da hinten Schönes? Ein Zahnrad zum Bandriemen. Wie? Ich kann da nicht einfach so rüberspringen. Na, ganz toll. Na, doppelt ganz toll. Einmal ein paar Gegner. Schwindet aus meinem Leben. Und nehmen wir näher? Ein bisschen. Okay.
hier von... Ups. Oder Feuerwürfe. Oh doch, die kommen näher. Guck mal. Okay. Müssen wohl noch mal einen Zahn zulegen hier. Irgendwie geschafft. So. Abhauen hier. So. Nee. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Ja, mein Bestes gegeben, mehr war nicht drin, ne? Was ist denn das dann gedacht? Ich kann ja jetzt auch nicht unendlich weit hier von der Plattform aus darüber springen. Das funktioniert ja auch nicht. Das ist ja schon fast das höchste Gefühle. Okay, also es ist wohl so gedacht, dass du halt auf dieser Walze dort stehen bleibst, beziehungsweise halt versuchst halt dort auszuharren. Aber mit Willen herumspringen, bin ich natürlich runter. War doch ganz easy. Okay, Apollos Schulter. Wie das dann hier weitergeht, wollte ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Aber irgendwie werde ich gerade so ein bisschen unterbrochen. Ich verstehe gar nicht warum. So, machen wir den hier. Die ollen Schildblöcke und so. Und da kommt noch ein Pillefan. Das ist ein Pillefan, weil es ein Elefant ist, der ganze Pillepalle ist. Also ein bisschen wie Mammut. Nimm das. Ach so, das ist sogar ein zweiter Pillefan. Und da kommt noch ein dritter. So zur Abwechslung. So, hier noch ein paar Seelen loslassen. Läuft. Alles und jeden. Ups, das wollte ich nicht. Na toll. Hier will jemand mein Schild kaputt machen? Ich mag mein Schild nicht. Das ist ganz schön schildig. Ich wollte eigentlich noch den Typen greifen, Meister. Hat ja gut geklappt. Oh.
Da komm rein auf Meter. Hier, ich habe noch mehr Seelen für euch alle. Für euch alle zwei, ist das nicht toll? Der hängt da so ein bisschen in der Luft, ne? Ist aber gar nicht schlimm, oder? So, ich glaube, wir haben es. Dann nehme ich jetzt mal hier ein bisschen Magie mit. Dann gucke ich mal hier. Da können wir ein bisschen was reinsetzen, oder? Mehr Spezialangriffe, mehr Getöns. Ich mag Getöns. Ja, mehr geht doch schon gar nicht. Okay. Machen wir auch noch ein bisschen was rein. Dann können wir tatsächlich ein bisschen hin und her switchen, wie wir lustig sind. So, nächstes bei 3000. Okay. Aber vielleicht kriegen wir tatsächlich nochmal alles irgendwie voll. Aber das und mehr gucken wir uns dann an in der nächsten Folge, wenn wir hier auch wieder mit der Zeit rummanipulieren müssen oder sowas. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.